Joho, Leute, was geht ab, meine kleinen Sitzplinkler-Freunde? Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich noch wiedererkennt, ja, man weiß es nicht, aber ich bin Flo und ich steige gerade wieder ein ins Bootcamp für Season 4. Nein. Jetzt mal ganz kurz Real Talk. Ich bin, also es kam ja lange keine Videos, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich mache eine Menge Sport und Bewegung und ich bin heiß auf Season 4. Also die kommt ja jetzt bald. Irgendwie ist mir mein Kamerabild ganz anders. Was ist denn hier los, du? Und ja, ich habe schon ein paar Matches wieder gespielt, habe bisher eigentlich alles verkackt. Mit Medusa zum Beispiel und ich würde jetzt mal gerne eine Bellona spielen. Und ich habe dafür einen krassen Skin gegen Vulcan. Das wird spannend. Das wird spannend. ich habe hier diesen Dings irgendwann mal gezogen. Die mit den Hörnern und dem lustigen Schwert und so. Und ja, ich spiele gegen Pink X. Ne? Ja, was soll's? Ein Vulcan-Spieler. Und schade, ich wollte eigentlich gegen einen AD-Spieler spielen, weil ich mir so ein... Ich habe mir so ein kleines Deck zusammengebaut. Ich glaube, dann rush ich Quinn, Isherval, weil normal hätte ich gegen einen ND, die hier die Hexenklinge gebaut. Die finde ich als First Item immer richtig stark. Aber es ist gar kein Problem, wir sind ja flexibel. So, gegen Vulcan. Kann ein Vulcan irgendwie abhauen, wenn ich das nicht möchte? Nein, kann eigentlich nicht, ne? Ich glaube, ich nehme mal das mit. So, So. Wie viel Schaden macht das? Innerhalb von 15, 300 Schaden. 10 pro Gottstufe, okay. Wir spielen gegen Vulcan. Ich bin gespannt. Bellona ist ja im Early Game relativ stark. Dann wollen wir nochmal sehen, wo der gute Dude sich hier rumtreibt. Ich gehe einfach meinen Red an. Voller Zuversicht. Ah, da ist er. Ting, ting. So. Da gibt es direkt aufs Maul, da der Red steht, was nice ist. Was sehr, sehr nice ist. Ich habe mal seine Wumme wieder direkt zerstört, so wie es halt meine Art ist. Oh, ihn zerstöre ich jetzt gleich auch. Moment. Ach, da ist noch was. Jetzt sehe ich es auch. Okay. So. Bisschen aufpassen. Genau deswegen. So. Jetzt gehe ich meinen Back hier. Weil ich meinen Isherval fertig bauen kann. Und den wollen wir doch auf jeden Fall. Den wollen wir doch auf jeden Fall dem Vulcan mal zeigen, was ich da Schönes gekauft habe. Was ich mir da Schönes gegönnt habe, sage ich einfach mal. So, und dann kommt der Blue auch ab. Ja, wenn man es ganz geschickt macht, kann man, glaube ich, sogar alle erwischen. So, ich clear jetzt eben die Wave und dann hole ich aber meinen Blue, glaube ich, nochmal wieder ab. Weil dafür habe ich gezahlt. Das ist meiner. 8 Sekunden. 5 Sekunden hält noch der Ready. Ich hätte natürlich auch direkt zu seinem Blue gehen können. Mit meinem Zerschmettern könnte ich den auf jeden Fall wegstehlen. So. Vorne sind seine Wummen. Das ist zu risky. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Alles klar. So.
Das hier wird wieder weggeklärt. Ja, da war ich ein bisschen zu nachgiebig. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, jetzt kommt der Red auch gleich noch ab. Okay, da muss ich mich natürlich ein bisschen, da habe ich den ein bisschen zu, ja, zu unterschätzt, sag ich mal. Geht der back? Jo, er geht back, das ist nice. Dann kann ich mir in Ruhe den Red wegsnaggeln. Zack. So. Bleibt mein Hammer noch bis dafür? Jo, geil. Ting und Tong und Tong. Pong, 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 Pong. Nice. Red for me. Ja, zack. Sambu hat er gerade gemacht. So, also ich frage, baue ich jetzt erst Boots fertig? Ich glaube, ich baue erst ein Dev-Item. Und dann baue ich meine Boots fertig. So. Weil ich gerade noch keine Boots brauche. Boah, wie spricht, Alter? Da kriegst du ja richtig Schiss, kriegst du ja da. Da kriegst du ja richtig Spanik. Ah, mein Blue braucht noch ein Sekündchen. Dann gehen wir erst zu Lane. Ich bin ja flexibel, ne? So. Dann aber jetzt zum Blue. Den nehmen wir jetzt mit. Kennen wir nichts. Da kennen wir gar nichts. Jetzt habe ich auch alle erwischt. Alle Boys hier. Warte mal, ich warte nochmal. Jetzt kann ich ihn gleich aufnehmen. Weil der Dings jetzt gleich abläuft. Ihr wisst, wie ich es gemacht habe. So. Zehn Sekunden noch. Kann ich dann das Bollwerk 1800? Das ist noch ein bisschen viel, ne? So, Blue nehme ich auf. Komm, nehme ich, schlucke ich noch mal eine Pot. Ist jetzt momentan so ein bisschen verfahren hier. Ich kann momentan auch nichts machen, deswegen gehe ich erst back. Hol mir einfach das T2-Ding, noch eine Pot. Bau die Boots fertig, scheiß drauf. Eigentlich war der Plan, erst das Bollwerk fertig zu bauen, aber ist jetzt egal. Weil. Ding. Oh. Hätte ich gedacht, dass ich ein bisschen mehr Schaden drauf kriege. Sollte nicht sein. Oh, der Red ist ab. Ui. Okay. Momentan ist er ein bisschen stärker als ich. muss man einfach mal so eingestehen. Muss man sich einfach dann mal eingestehen. Aber den Red werde ich ihm auf gar keinen Fall überlassen. So. Ah, 1300, verdammt. Die Frage ist, geht der zum Red? Er macht er, ne? Er macht den Red. Schade. Habe ich nicht gerade gesagt, den Red werde ich ihm auf gar keinen Fall überlassen.
Doch, werde ich doch. Werde ich doch. Meine Zeit wird kommen, Freunde. Ich sag's euch. Meine Zeit wird kommen. Glaubt mir das. Ich glaube, ich mache jetzt einfach meine Fetten hier. Da kommt der Blue wieder. Ist das. Der ist dumm, ne? Ja, ist dumm. Ich mache erst den Blue. Ich mache erst meinen Blue. Bumm und bumm und bumm. So, jetzt treffen wir wieder beide. Erstmal die safen Sachen machen, weißt du? Wenn du die safen Sachen gemacht hast, dann kannst du die unsafen Sachen machen. So, das ist mein Motto für Season 4. Mach erst die safen Sachen, Bro. So, gut, dass er den Ding da jetzt hingestellt hat. Oh, da macht er genau in dem Moment, macht er da sein komisches Ding. Gucken, ob ich hier sein Blue kann. Ne, kann ich nicht. Was hat er überhaupt? Ein Sprint und den. So ein Level über mir. Boah. Okay, das war dumm. Oh Gott. Okay. Ich sollte eventuell anfangen, die ganze Sache hier ein bisschen ernster zu nehmen. Jetzt schon Dev gebaut, deswegen brauche ich jetzt erst den Henker vor Quinz. Und dann nehme ich, glaube ich, noch einen Thunder mit, um ihn so richtig zu rapen. Hört sich jetzt. Aber ihr merkt schon, ich bin schon voll im Season 4 Modus. Also, die Leute werden keine Chance haben, sag ich euch mal so. Ne? So sieht es nämlich aus. So. Boom. 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 Komm, mach ich mal Ult hoch. Ich bin voll im Season 4 Modus. So, erstmal wegklären hier den Bums. Auch geil, dass du das dann einfach canceln kannst. Das ist ja echt eine feine Sache. Wow. Muss ich jetzt hier echt raus ulten? Oh. Ey, ich spiele. Ohne Scheiß. Ich bin mein erstes Game wieder hier seit 2 Wochen. Beziehungsweise ich nehme das erste Game seit 2 Wochen wieder auf. Und ich spiele so scheiße. Da kann man doch einfach nur sagen: GG. Na, ich. Ich konzentriere mich jetzt. 11.000 zu 9.400, also 2.000 Gold vorne. 2 Level, 2.000 Gold. Da kann man schon mal sagen, okay, Flow, so langsam, muss aufpassen. Erst so langsam. Oh. Zack, ich verdresche jemanden mit dem Blue Buff. Weil mir das Spaß macht. Boom. So. Die Frage der Fragen ist, macht er jetzt in Fetten? Will er das? Kann er das machen? Will er das machen? Was holt er sich jetzt? Penetration hat er sich auch gegönnt, der Gute. Boom. 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 Den Red hat er auch gemacht. Ich resette den mal eben hier. Ich muss jetzt ein bisschen die Füße stillhalten. Ihr versteht ja meine Bedenken hier. Und
Ich muss ihn in einen Hinterhalt locken. Oh, ja, sowas. Sowas ist gut. Sowas ist sehr gut. Schön, die Phoenix-Hits. Das gefällt mir. I like. Oh. Oh, er macht hier seine fette Ult. Ey, meine Moves sind so krass, Alter. Ey, da wirst du da echt blind. So, krasse Moves. Er kann jetzt mal meinen Phoenix wegkloppen. Kennt er nix? Kennt er gar nix. Aber er hat gut Schaden genommen. Das gefällt mir gut. Komm, ich hab meine 1 gleich wieder. Das kann doch wohl nicht sein, Alter! Alter Schwede! Oh. Ich würde das ein bisschen direkt surrendern. So instant. Komm, ich stirb daran. Alter, da könnte ich mich jetzt wirklich. Da könnte ich mich jetzt wirklich drüber aufregen, dass ich den da nicht getötet habe. Hätte ich dann noch eine Ult gehabt, aber hätte, wäre, wenn. Ihr wisst ja, wie es ist. Oh, ne, die töten den jetzt aber nicht, oder? Oh, nein, no. Please. Minions. So, alles safe. Gar kein Problem. Der Papa macht das schon. So, ich hole mir jetzt, geht's back und hole mir Quinns. Ach nein, 1450. Ich war wieder völlig auf dem falschen Dampfer hier. So. Schade. Ich wollte eigentlich mit meiner 3 stealen. Hat nicht ganz geklappt. Oh, ich habe gerade schön den Seelenräuber auch abgekriegt, oder? So, ich muss mir jetzt, das Wichtigste ist jetzt, dass ich mich da vorstelle. Okay. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Genauso sollte das laufen. Okay, Phoenix ist down. Kein Problem. Wir sind immer noch im Game. Du Scheiße, Alter. Schnell zurück. Uiuiuiui. So. Krieg ich den aufgehalten? Oh ja, gut. Das ist gut. Oh. Schade. Die Frage, hole ich mir noch ein zweites Dev-Item oder? Oder gehe ich doch auf Attack? Schnell weg. So, ich habe immer das Gefühl, der kann mich zu krass kiten. Deswegen hole ich mir. Ich hole mir einen Frosthammer. Ja. Frosthammer ist, glaube ich, ganz nice. Weil er dann ein wenig langsamer wird, der Gute. Und später verkaufe ich den Ischerval nochmal. Hole mir dafür einen schönen. Okay. Das war zu erwarten. Und Ischerval verkaufe ich und hole mir dafür dann einen schönen, eine schöne Fatales, falls es da noch zu kommt. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja immer das Beste. Komm, ich möchte ihn wenigstens einmal killen. Wenigstens einmal killen den Guten. Wenigstens einmal auseinanderreißen. So.
Wir brauchen dann für einen Frosty. Für einen Frostman. Frosthammer kann ich mir gönnen. Sein Ult ist raus. Läuft. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Schön. Phoenix kommt auch gleich wieder. So, schnell zurück. Einmal voll machen. Also, die Energie. Nicht ich mich jetzt so. Ihr wisst, was ich meine. Phoenix ist wieder down. Nicer, leiser. So soll es sein. Oh, jetzt hat er es auch vor hier. Eieiei, das war aber lange überfällig jetzt aber. So, das sind raus pushen. Schade, dass er den Phoenix direkt wieder down gemacht hat. Natürlich nicht so geil. So, ich versuche jetzt hier seinen Tower einzureißen. Ich denke, das gelingt mir auch. Oder? No. Help. Der kommt jetzt irgendwo, der Dude. Der backdoort mich jetzt wahrscheinlich sogar noch. Verkaufen. Und kaufen. Da ist er. Da ist er, der Schisser. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er ganz stumpf einfach... Eieiei. Okay, das RIP. Oh, schade. Das ist schade. Mit dem Stun ist das aber auch dann noch eine geile Sache. Muss man bei als Bellona-Spielern auch mal sagen. Du springst drauf, stunst, wenn du ihn mit der Ult triffst, stunst du ihn ja direkt. Und dann haust du deinen Zerschmetter nochmal hinterher. Also Hand der Götter sozusagen. Und machst dann nochmal einen Stun. Okay. Ja, das sollte. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. So als Debüt wieder so zum Reinkommen. Da wisst ihr doch direkt, jo, dann ist er der Flo. Dich haben wir vermisst. So gut wie du spielst. Neue Quest, gutes Karma, jo, alles klar. Ich sag GG, well played. Okay, ich muss jetzt natürlich so langsam wie erstmal wieder reinkommen. Das ist natürlich klar. Ich muss wieder reinkommen in den ganzen Bums hier. Sagt mal, was ihr besser gemacht hättet. Der war natürlich nachher auch relativ fett. Alter Schwede. Es hat mir nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe im Nachhinein gesehen, ein bisschen zu viel Schaden gefressen. Vielleicht hätte ich da nochmal Double Death bauen sollen und dann die Fatales weg. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Aber, ja. Nachher ist man immer schlauer. Gut. Wie gesagt, ich bin auf dem Weg der Besserung. Glaubt jetzt nicht, dass jetzt jeden Tag ein Video kommt. Das ist wahrscheinlich nicht so, aber ich gebe mir alle Mühe. Okay. Dann beende ich das Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.